Let's play! Super Chibi Night! Teil 11. Hallihallo, Lucius Akun hier mit einer neuen Folge Super Chibi Night. Und wir stehen kurz davor, das schwarze Portal zu betreten. Wo war's? Hier, genau. Wir sind ein ausgebildeter Beastmaster. Und nun werden wir das Ende betreten. Wenn ich nicht hängen bleibe. Na, jetzt hat. Hier sind wir in unserer coolen goldenen Rüstung. Hüpf, hüpf. Ach, ups. Warum drücke ich jetzt hier? Noch brauchen wir es nicht. Wo mache ich denn das? So. Das dunkle Portal. Ach nee, der dunkle Portalschlüssel glüht. Sehr schön. Wir haben das Portal pulverisiert, wie uns das Achievement erzählt. Hui! Ach du. Das ist ein bisschen antiklimatisch, aber okay. Auch wenn hier viele Knochen rumliegen. Oh, ein Kampf. Ich sehe einen Drachen. Okay. Ein Drachenhühnchen. Nein. Vielleicht sollten wir aufpassen. Okay, das ging flott. Wir sollten das Drachenhühnchen nicht unterschätzen. So. Das war unser Kamehameha. Weg. Und wo weiter kommt der nächste Gegner? Wir haben noch nicht mal einen erledigt. Kann das Auge irgendwas? Ich vermute mal, es ist unverwundbar, wenn es die Augen zumacht. So. Na komm, du Hühnchen. Oh nein, weg. Oh Gott. Der hält ganz schön was aus. Wir doch ein bisschen mehr leveln müssen. Oh, verdammt. In die Enge getrieben. Vielleicht sollten wir doch mal unsere Biester einsetzen. Aber wer ist denn da geeignet für? Ach, verdammt, ich habe meine ganze... Oh Gott, ich depp. Ich habe ja meine ganze Magie verbraucht. Peinlich. Aber wir, der goldene Ritter, werden hier bestimmt bald weiterkämpfen. Wer könnte denn hier geeignet sein? Hebi? Ach komm, Hebi. Ja, jetzt. Boom, 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 boom. Ja, eben. Werden keine halben Sachen gemacht. Ja, sogar ein Level-Up, cool. Special. Oder warten wir? Ah, maximale Rüstung haben wir sowieso schon. Warten wir noch auf die Attacke. Wobei... Biester sind halt echt stark, ne? Ja, hier. So. Ich hab mittlerweile das Gefühl, dass der Beastmaster-Weg wahrscheinlich der einfachere ist. Wobei mich der Magie-Weg auch interessieren würde. Ah, drüber. So. Wo ist. Hallo? Können wir drüber fliegen? Nein! Oh Mann! Bum, 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 bum. Na dann werden wir wohl noch absteigen müssen. Okay. Dann springen wir doch mal runter. Na ihr, was seid ihr denn? Na. Immerhin ein paar Mal getroffen. So. Na komm. Oh, verdammt. Das Glühen hat es auch gar nicht verraten, dass sie jetzt gleich wieder rauskommen. Ah, oh, was ist denn? Cool. Für die Keule gab es ein paar Herzen. So, wer ist hier? Buja.
Na komm. Ich hoffe, danach kann ich mit da weiter. Na komm. Verdammt, da bin ich schlecht gerollt. Na komm. Sehr schön. Ah, habe ich mir doch gedacht, dass wir da was bekommen könnten. Ich bin so schlau. Ich komme da nicht raus. Da müssen wir wohl fliegen. Ich weiß gar nicht, was passieren würde, wenn ich hier... Ich weiß nicht, wie das angedacht ist. Was ist denn, wenn ich keinen Zombie-Beast habe? Wir haben ja zum Glück eins. Booyah! Ach, das war's. Okay. Weiter geht's. Eine riesige Lücke. Ah, Magie. Ah, okay, hier ist schon konzentriert, dass wir das viel tiefer brauchen. Na dann komm, Hebi! Ich rufe dich! So. Okay, das war kurz. Bridgebeater, okay. Das sind der Brückenschläger. Immer drauf. Ups, ich hab nicht auf die Lebensenergie geachtet. Ach ja, bloß weil man Hand of Fate geschlagen hat, muss man hier nicht übermütig werden. Diese Augen finde ich nervig. Na komm raus. Sehe schon, wir müssen unbedingt das Schwert upgraden. Boah, oh Gott. Pass doch ein bisschen auf, Mensch. Stirb! Immer noch nicht. Verdammt. Ich stelle mich wieder an. So, mal warten. Ach, okay. Das Viech kann man wirklich nicht blocken. Ich wollte es jetzt bloß mal wissen. Runter. Und steigen wir drauf. Sehr gut. Gut, dass ich nicht gesagt habe, oh, jetzt sind wir gleich beim Endkampf. Ich glaube, ich schaffe es noch etwas länger hier rum zu tun. Oh Mann. Aber alles will mich auch gleich fressen hier. Okay. Ich glaube, das ist wirklich Beast Time hier. Die haben gerade meinen Drachen einfach so erledigt. Das gibt's ja wohl nicht. Gleich nochmal hier. Sehr schön, wenigstens mal hier ein paar XP. Ah, nochmal einen ganzen Haufen. Sehr schön. Ja, wo bist du? Ah, komm. Stirb in meinem Feuer. So, wo geht's denn da lang? Oh, was ist denn das? Ein Springbock. Ja, also der Drache rockt schon. Ich fühle mich ja fast wie Cheater, aber... Also, wie ein Cheater. Es macht einfach nur Laune, mit dem Drachen das zu machen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir immer das ganze Gebiet leeren, um dann einen Schlüssel zu kriegen. Aha. Brauchen wir noch mehr? Haben wir da noch was vergessen? Oh, schauen wir mal nach. Ach ja, genau, die Bodenviecher. Ach gut, wir können sie sogar
Ja, sehr schön. Oh, endlich eine neue Waffe. Jetzt haben wir ein rosa Schwert mit Hake. Wuhu! Ich würde auch lachen, wenn ich so einen Drachen habe. Und warum habe ich jetzt die letzten 5 Minuten nicht den Drachen einfach eingesetzt? Weil ich doof bin. Und weiter geht's. Oh, hier geht's ja jetzt ab. Aber immerhin haben wir jetzt ein stärkeres Schwert. Oh, oh. Oh, verdammt. Ich glaube, das rollt nicht. Geh mal wieder ein bisschen zurück, damit ich dich hauen kann. Nein, wir können nicht den Berg hochrollen. So, da. Hallo. Was bist du denn für ein hässliches Viech? Aber an der Stelle kannst du mich nicht erwischen. Das finde ich gut. Ja, alles ausnutzen hier. Aber man kann anscheinend echt nicht den Berg hochrollen. Nein, das geht nicht. Runter geht. Beziehungsweise wir machen so einen Sidestep, ist das eher okay. Das erklärt es wahrscheinlich. So, weg mit dir. Und nochmal. Bam. Ach, da ist noch einer von denen. Gut, dass die keine Treppen steigen können. Ich will mich definitiv überlegen. Komm, komm mal wieder raus da. Schritt, raus. Ah. So war es nicht gedacht. Komm doch mal raus. Ha. Hier können wir wenigstens rollen. Oh, das war zu kurz. Na, ja, mach nochmal. Du komischer Samurai. Na, einmal habe ich dich getroffen. Na komm. Komm her, du Fliegeviech! Ups, verdammt. Okay, wenn... Oh, du brauchst aber auch ganz schön viel. Na, komm her. Kommst du her? Ah, wieder ein Sack XP. Aber das ist gar nicht so viel. Das sieht immer so megamäßig aus. Na, komm. Oh, weg. Oh, verdammt. Ach, müssen wir jetzt wieder alle besiegen? Ich Kanarienvogel hatte ich doch schon mal. Na, weg. Oh, verdammt. Nicht aufgepasst. Und zu übermütig. Also, nochmal. Jetzt ist Schluss mit Fair. Okay, der hilft mir hier gar nichts. So, dich erstmal hier gleich eingestampft. So, der Helm ist schon mal weg. Ah, perfekt. Haben wir jetzt doch den richtigen Winkel gefunden. Ja, es geht auch viel schneller. Das war auch der Wächter von den Phönixen, oder? Ja, genau. So, weiter geht's. Ich bin mal gespannt, wie man das als Magier schafft. Okay. Irgendwo muss hier... Ach, da bist du. Da hast du dich versteckt. So. Oh ja. Der nächste Schlüssel. Sehr schön. So. Und rum. Huhu, genau. Hier ist eine blaue Plattform. Okay, da geht's weiter. So. Ein Tor. Ein Tor erwartet uns. Was wird wohl dahinter sein? Libellen? Flügel? Insekten? Kann ich hier was machen? Ne, anscheinend nicht, ne? Hm. Gehen wir mal weiter. Durch die heiligen Hallen. Ist das der Shovel Knight? Ja, das ist der Shovel Knight. Hilfe. Kann man ihm helfen? Ich bin mir nicht sicher. Aber wir müssen ihm anscheinend helfen.
Na gut, dann ist wohl wieder Beast Time. Genau richtig erkannt. Ah, okay. Haha. Ist ja cool. Der Shovel Knight. Ich bin Javelier Di Pala. Glitches Bruder. Drücke Attacke, um auf der Weltkarte, um mit meiner Schaufel Schaden zu machen. Okay, verstehe ich nicht ganz, was das soll, aber... Ja, wenn wir wieder auf der Weltkarte sind, können wir das gerne machen. Was war das? Okay, der Durchgang ist frei. Ach, da ist das... Da ist ein, der Bösewicht. Nicht... Hey, du hättest uns helfen können. Wer hat meinen Sklaven befreit? Deine Herrschaft, deine Terrorherrschaft ist zu Ende, General Zoo. Du naiver kleiner Schwachkopf. Eine kleine Kreatur wie du hat keine Chance gegen meine ultimative Form. Monochio! Du bist ein Haarball mit Tentakeln. Okay, was geht jetzt ab? Sind das verschiedene Stufen, oder? Drei Lebens... Ah, es wird erklärt. Perfekt. Drei Lebensanzeigen. Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. Oh, wer kommt denn da? Danke dafür, fürs Besiegen der roten Wespen. Hier hast du die Kraft meines Fleischerballs oder sowas. Oh, nicht schlecht. Ach so, nachdem wie viele Quests wir gemacht haben, kriegen wir jetzt wohl. Aber wir haben nicht alle abgeschlossen, verdammt. Danke, dass du einen alten Mann besucht hast. Ich wollte immer ein letztes Abenteuer. Ein bisschen mehr könntet ihr ruhig abziehen. Aber es ist irgendwie ein netter Spielzug, finde ich. Deine mechanischen Fähigkeiten haben meiner Crew geholfen, rechtzeitig irgendwas zu schaffen. Ich habe diese Waffe von Gordon Freeman, meinem Freund. Ah, schon besser. Aber das ist nicht cool, dass man mal nicht der Einzige ist, der dann gegen das Böse antritt. Und man mal das zurückkriegt dafür, dass man den Leuten geholfen hat. Die Art, wie du die Ultrakrabbe besiegt hast, hat mich inspiriert. Zeit, die Kraft meiner Schaufel... Kraft meiner Schaufel zu entfesseln. Boom. Vic, danke, dass du mich aufgeweckt hast. Jetzt Schlägerzeit oder so, würde ich es mal nennen. Und mit der Flasche drauf. Der Pirat, ja. Ja, danke, dass du die für die Skulptur. Sie wurde wirklich lebendig. Ich werde dieser Kreatur einen alten Piratenfluch aufschwatzen. Oh, er hat wirklich Magie eingesetzt. Cool. Boom, boom. Ah, du hast doch mal relativ viel Schaden gemacht. Ah, das magische Viech. Die Kraft der drei Orbs. Compels you, oh. Jesus Christ, compels you. Hinfort irgendwas, bla, komm, weg. Boom, boom, hoffentlich macht das mal ein bisschen mehr Schaden. Ja, schick. Sehr gut. Ah. Du hast meinem... irgendwas... Ach, diesen komischen Baum. Bärenfruchtbaum. Ah, Bärenfruchtbaum, klar. Geholfen. Mögen meine Zen-Kräfte dir jetzt helfen. Akte X-Musik. Da, 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 da. Yeah, der Basketballmensch. Malcolm. Von der Unterstadt.
wirft ihm einfach den Basketball in den Kopf. Aha, der Asselmensch. Das Wasser, das du mir gebracht hast, war wirklich guter Stoff. Meine Karottenernte war überragend. Es ist Zeit, ein bisschen meiner Veggie-Power zu teilen. Oh yeah. Es gab doch auch mal einen Film, wo man mit Karotten besiegt wohl jemand gekämpft hat. Ah, Shootout, genau, mit... Wie hieß denn der? Cliff Owen, genau. Oh, jetzt kommen auch noch die Beastmaster, cool. Monochio! Darf nicht erlaubt werden, wieder zu entkommen. Friss meine Lanze! Ah, einen Balken haben wir zumindest bald weg. Ah, okay, jetzt kommen mal welche auf einmal. Lasst uns die Bestienmeisterkräfte vereinen. Erde. Wind. Hart. Nein, das heißt Liebe. Wo ist Captain Planet? Ja, die machen jetzt mal ordentlich hier. Booms. Ah, einen hat er noch. Also zwei eigentlich. Habe ich eigentlich noch Leute? Nee, das war's, oder? Okay, er ist abgehauen. Bin doch hier wieder raus, oder? Egal. Auf zum Bossfight. Sehe schon, hier doch noch ein paar Nebenquests machen. Moment, wie war das? Ach, okay, deswegen kann ich jetzt mit der Schaufel kämpfen, oder was? Boah. Achso, da war gerade unverwundbar. Weg, 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 blöde Hand. Ich kann hier halt auch nicht ausweichen oder solche Geschichten. Und da ist immer noch in seiner... Gott. Also ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Puh. Zelda, ey. Okay. Komm, jetzt hier kann ich nicht mehr aufleveln, oder? Aber eigentlich müsste ich doch... Geht das noch? Mit dem da konnte ich das doch immer. Okay, wir haben auch nicht genug Kraft. Also hier gibt es kein Zurück. Ich sehe schon, man sollte wirklich alle Nebenquests machen. Wenn das so einen Vorteil bringt. Hier ist auch einfach unverwundbar. Weg, 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 weg. Ha. Daneben. Oh, verdammt, das hätte man sehen können. Schaffe ich nicht. Das könnt ihr voll vergessen. Oh Gott. Ich bin mir nicht sicher. Das war jetzt schon mal ganz ordentlich. Ja, jetzt haut er schon wieder ab. Weg mit der Hand. Die hat uns zum Glück bis jetzt noch nicht erwischt. Ach, die kann man auch nicht hauen. Okay. Jetzt macht er wieder seinen Dings. Okay. Ja, vielleicht sollte man wirklich auf das Angriffspattern ein bisschen mehr achten. Nein. Macht er wieder das Hupfi. Jetzt haut er wieder nach oben ab. Lass mich in Ruhe, du haariges Ding. Jetzt macht er wieder, genau. Hup. Aber immerhin, wir haben den einen Energiebalken schon weg. Immer drauf, immer drauf. Ah, jetzt läuft es doch ganz gut. Jetzt mal wieder. Okay, es ist doch nicht so schwer. Aber ich sollte da sollte ich vielleicht den Mund halten. Weiß ja nie, was das Ding noch im Petto hat. Und nicht übermütig werden. Erste Regel. Ah, Ballermann. Plump. Das ist halt einmal unverwundbar, das ist ziemlich fies. Oh, weg, 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 weg. Ich will nicht angetatscht werden, Mensch.
Ein kleines Mädchen sollte man sowieso nicht antatschen. Aha, das war's. Bist du wirklich tot? Okay, ab ins Maul. Oh Gott, wie geil. Und wir haben die XP verpasst. Sehr schön. Achso, Moment. Ja. Ach gut, geschafft. Achso, das können wir nicht abschießen. Das ist ärgerlich gerade hier. So. Okay. Haben wir einen Geheimgang gefunden? Ich weiß es nicht. Was ist denn da unten? Oh nein. Komm mal runter. Nicht, dass das jetzt ein Fehler war. Erzähl. Hi, ich bin Dan. Ich war gefangen in seit Monochio. 2005. Das ist noch nicht so lange her. 10 Jahre. Ich bin froh, dass du mich gefunden hast. Viel Glück, sein Herz zu besiegen. Du brauchst eine starke Rüstung. Weil es nicht alles Spaß und Spiel ist. Komm, dann gib mir doch deine. Hm. Na, das hat sich gelohnt. Vielleicht nur so ein bisschen Nebeninfo geschmarri. Ah. Egal. So, nein. Gott, ich erinnere mich noch an den ersten Abgrund, wo ich das benutzen sollte und nicht drauf gekommen bin. 10.000 meine Stacheln gehüpft. Aber jetzt sind wir hier schon Profi. So. Irgendwie auch eklig. Was hat denn der hier noch alles rum? Ah, da ist ein Herz. Na, notfalls können wir hier auch nochmal leveln. Cool. So, versuchen wir erstmal das kaputt zu machen. Immer drauf. Na, zumindest können wir hier gut... Ah, okay, ist was. Oh Gott, ich bin eingeschleimt. Weg, weg. Oh. Tja, die Frage ist nur, was mache ich jetzt hier? Ich meine, es ist ja alles schön und lustig, aber... Ja gut, man kann sie treffen. Sehr schön. Na, einmal getroffen. So, lassen wir die erstmal schießen. Das Problem ist, ich habe keinen effektiven Angriff nach oben. Da habe ich bestimmt irgendwo den Lehrmeister verpasst. Oh Gott. Na komm. Das ist gerade ein bisschen ätzend. Ach Menno. Ist kein besseren Weg? Anscheinend nicht, ne? Nee. Das ist ein bisschen antiklimatisch. Die kann man auch nicht irgendwie kaputt hauen, ne. Hm. Wenn ich meine Beastmaster-Form einsetzen könnte, dann wäre das natürlich gut. Naja, gut, nicht beschweren, arbeiten. Verdammt. Frei. So. Schieß. Ist ja nur eine Frage der Zeit. Aber ich schaff's nicht mehr, als einen Treffer zu landen. Ah. Und nochmal. Nur noch 100 Mal. Ping. So. Jetzt läuft's doch hier. Guckt, ich habe hier voll den Rhythmus drin. Oh, ich habe einen Zweiertreffer gemacht. Cool. Ah, jetzt habe ich's raus. Jetzt bin ich hier wirklich der Pro. Na, schieß. So. Und nochmal. La 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 la. Ah, ich könnte das den ganzen Tag machen. Muss ich wahrscheinlich auch. Ah, daneben. Und nochmal. Na komm. Jetzt nicht nachlassen.
Und weiter geht's. Ach ja. Oh Gott, jetzt mache ich nur noch einen Treffer. Ja, haben wir noch nicht mal die Hälfte. Hahaha. Schon wieder zwei, ja. Komm. Oh. Verdammt, da trifft mich auch. Oh Gott. Ja, wir hätten echt das Schwert noch mehr leveln sollen. So viel fehlt auch gar nicht mehr. La 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 la. Also man muss jetzt sagen, das ist einfach nur langweilig. Aber ich habe gerade gar keine andere Möglichkeit. Weil ich kann weder meine Viecher beschwören, noch kann ich ihn irgendwie effektiv angreifen. Diese Zweierkombo ist gerade echt das Einzige, was ich hinkriege. Na gut, ich könnte da reinrollen, aber dann bin ich ja gleich tot. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck. Hi, hi, hi. Spring! Ach man, warum triffst du immer nur einmal? So haben wir nicht gewettet. Pink. Dabei sehen wir so böse mit unserer Rüstung aus und unserem Hakenschwert. Ich finde dieses Grinsegesicht neben dem Lebensbalken geil. Jetzt haben wir es gleich. Immer gut zureden. Nur noch 30 Mal oder so oder mehr. Soll man mitzählen? Wo ich jetzt von Anfang an zählen sollen. Wie lange wir gebraucht haben. Weh, wenn jemand in den Kommentaren sagt, oh, da gibt's doch einen ganz einfachen Trick. Und von den Techniken her, wie gesagt, das hätte ja zwei noch vier, also insgesamt vier Brüder gibt's. Stand ja, glaube ich, in meinem Quest. So, na, jetzt haben wir es gleich. Würde ich mir jetzt in den Arsch beißen, wenn ich jetzt nochmal getroffen werde. Ach ja, aber ohne Fleiß kein Preis. So, jetzt haben wir es gleich, ja? Balken ist zumindest schon sehr nah am Kopf. Aber es schlägt doch schon schneller. Oder bilde ich mir das nur noch ein? Bing! Wap. Da. Ba. So. Jetzt haben wir es gleich. Jetzt haben wir es aber wirklich gleich. Ich sehe schon das Gelb nicht mehr. Der Balken ist weg. Nein, noch nicht. Aber jetzt. Ja, Feuer. Endlich. Oh, es geht ab. Haben wir ordentlich XP bekommen. Naja, nicht mal so viel. Und nun? Oh, der Grau. Der Boden bewegt sich. Und nun? Oh Gott, wir werden ausgekotzt. das arme Tier. Oh, was geht jetzt ab? Noch nicht fertig. Wer ist das? Oh Gott, es ist noch nicht vorbei. Okay. Sind wir das? Okay. Was passiert? Wie süß. Alles wird gut. Ja, perfekt. Yeah. Awesome. Ja, genau. Awesome. Ja, das war Super Chibi Night. Sehr schönes Spiel.
Wir werden auf jeden Fall wieder zurückkehren. Obwohl, versprechen will ich immer nichts. Ich bin immer große Versprecher machen. Aber ein nettes Spiel. Man merkt, dass Herzblut, das reingeflossen ist. Ich mag echt die... Ah, hier ist auch die Bela vertreten. Concept Artist. Ja, ein kleines Team. Soundtrack ist super, muss ich sagen. Und, ja. Wirklich ein schönes Spiel, muss ich sagen. Also, man merkt das Herzblut drin. Und, ich finde vor allem die Grafik, finde ich cool. Huch, warum sprakelt denn hier was? Ja. Keine Ahnung. Ah, und da sind die Superbackers. Mal gucken. Finde ich mich? Guckt lieber mal her. Aber ich glaube, das waren relativ viele. Nach was ist das sortiert? Ist das nach Alphabet? Nee, wo bin ich? Wo bin ich? Da bin ich. Links, auf der linken Spalte. Gleich, genau in der Mitte. Und jetzt geht's noch weiter rüber. Hoch, hoch, hoch. Jetzt bin ich ganz oben. Ja, sehr schön. Cool. Ich bin in einem Spiel erwähnt. Was für ein Achievement. Ich hab's bezahlt dafür, dass ich da drin stehe. Ich bin stolz drauf. Das kann ich meinem Sohn zeigen, wenn er mal alt genug ist, das zu verstehen. Nein, ich bin kein Epic-Bäcker. Und danke fürs Spielen. Cool. Und es hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, für was es zurzeit verkauft wird, aber... Oh. Passiert noch was? Oh, cool. Voll die epischen Bilder. Ich mag den Artstyle und diese handgezeichneten Bilder sind echt schön. Aber ich hab doch diesen rosa Helm gar nicht. Punk. Okay. Pink, pink. Chibi Night. Das Ende. Bis zum nächsten Mal. Was ich vom Let's Play ein bisschen bereue, muss ich zugeben, war die Entscheidung zu versuchen, irgendwas on the fly zu übersetzen. Hätte ich vielleicht lieber einen Text einblenden sollen oder irgendwas. Ah, das sind die Magier sozusagen. Okay. Nun gut. Eine schöne Zeit. Und bis zum nächsten Mal. Eventuell heißt es nochmal irgendwann Chibi Night, weil mich natürlich der Magierweg auch interessieren würde. Weil eigentlich haben wir ja nur die, sagen wir mal, 2/3 vom Spiel gesehen. Also dann, bye bye.